So ein Todesfall, der ist schlimm. Der Sinn dessen wird sich einem nie erschließen. Aber das war etwas, was mir dann eigentlich eher die tröstende Vorstellung geworden ist, zu wissen, ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles im Leben unter Kontrolle haben, sondern ich kann darauf auch vertrauen, dass es einen Sinn gibt, den ich nicht begreifen kann, der höher ist. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Vielleicht, liebe Zuschauer, ist es Ihnen ja selbst auch so gegangen. Gott spielte in Ihrem Leben keine oder kaum eine Rolle. Sie lebten gut und empfanden die Frage nach Gott als überflüssig. Bis eines Tages etwas geschah, das Fragen nach der eigenen Existenz, nach dem Leben, nach dem Sinn des Ganzen auslöste. Meinem heutigen Gast jedenfalls erging es so. Der Verlust eines guten Freundes brachte ihn dazu, eben diese Fragen zu stellen. Weiß der Himmel? So hofft er dann und hat es dann gleich in einem Buch mit dem gleichen Titel niedergeschrieben. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Tilman Prüfer. Hallo. Weiß der Himmel, das ist ja eine mindestens zweideutige Aussage. Es könnte eine Feststellung sein oder vielleicht so ein Achselzucken. Was ist es denn bei Ihnen? Ich glaube weder noch. Also mein Buch hat ja vor allen Dingen mit Fragen zu tun, die man sich stellt. Ne? Und deswegen fand ich Weiß der Himmel die Frage ganz passend, weil ja Glaube hat unglaublich viel mit Fragezeichen zu tun. Es gibt keine klaren Antworten. Und für mich war es die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wenn ich das Buch geschrieben habe und wenn ich es alles erlebt habe, über das ich schreibe, was ist da, woran kann ich glauben, woran soll ich glauben, woran muss ich glauben? Und es ist eigentlich der Satz, die Frage einerseits und andererseits aber auch das Gefühl, dass hinter all dem eine Gewissheit gibt. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass Sie sagen, Weiß der Himmel, ist auch egal, sondern eher das Gegenteil. Ja, es hat also etwas ausgelöst, wo Sie nach der Frage, wo Sie sich einfach fragen, was weiß denn der Himmel oder was weiß Gott denn zu diesem Thema? Könnte man das so nochmal zusammenfassen? Es ist auf jeden Fall überhaupt nicht egal, das stimmt. Okay, nun ist das ja so. Man muss ja wissen, Sie arbeiten bei der Zeit, näherhin beim Zeitmagazin, sind da Redakteur, zuständig auch für Fragen wie Style und Mode und Ähnlichem. Sie gehören vermutlich zu dem, was man so landläufig sagt, so liberales Bürgertum. Sie hatten haben ein erfolgreiches Leben, sind wahrscheinlich von netten, interessanten Menschen umgeben und gehören damit so zu dieser Gruppe, die ich vielleicht in der Anmoderation beschrieben habe. Was interessiert einen denn da der liebe Gott? Ja. Was braucht man denn? Würde sie sich da so verorten? War das mal so? Ich glaube, dass es vielen Menschen auch so in meinem Umkreis so geht, dass man einerseits hat unglaublich viel zu tun, man hat viel Feedback, man ist im Beruf aktiv, reist wahrscheinlich auch ziemlich viel, man hat Partnerschaft, man hat Kinder. Also, und irgendwo geht dann die Frage nach dem Glauben dort dazwischen so ein bisschen verloren. Aber trotzdem bleibt so ein spirituelles Loch im Leben. Und dieses Loch, das füllt man mit verschiedensten Dingen. Also in Berlin gehen in meiner Umgebung wahnsinnig viele Menschen zum Yoga. Nicht nur wegen der Ertüchtigung, sondern auch, weil es irgendwie eine emotionale Antwort ist. Man macht Meditation, also irgendwie fühlt man sich nicht wohl ohne das alles, aber man weiß nicht genau, wie man das füllen soll. Man weiß nicht genau, wo man diese Antwort finden soll in sich. Und das war auch so ein bisschen mein Startpunkt. Ist das mit Blick auf Ihr Leben so die Situation, wie Sie sie von heute aus betrachten würden, beschreiben würden? Also, dass da so eine Leere war, dass da so ein Loch war? Oder haben Sie es damals schon so empfunden und wie hat es sich dann geäußert? Ich glaube, diese Leere, die gibt es in jedem Menschen und auch in mir. Aber man ist ja durch 100 Sachen davon abgelenkt. Also, Sie haben vorhin angesprochen beim Zeitmagazin, da beschäftige ich mich vor allem mit Stil, mit Mode, mit Design. Und da hat man ja dauernd mit einer Industrie zu tun, die sehr, sehr jung ist. Also, und anhand derer man sich selbst auch vormachen kann, man würde unheimlich lange, unheimlich jung bleiben. Indem man sich halt richtig kleidet, richtig ernährt,
den richtigen Sport macht. Und so kann man alle diese Themen nach Tod, nach Jenseits, nach etwas, was hinter unserem Leben steht, unglaublich lange von sich wegschieben und den Eindruck haben, man müsste sich gar nicht damit beschäftigen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere zuhören und sich sagen, na ja gut, also ich empfinde kein Loch. Ich finde das eigentlich ganz schön so. Das ist doch nett, dass ich viel reise und dass ich Kinder habe und so weiter und so weiter. Was erzählt denn der da, der Prüfer? Vielleicht war das für ihn so. Aber dann nochmal zusätzlich die Frage, woraus haben Sie denn in der Zeit gelebt? Was war denn da so der Ansporn? War das beruflich weiterzukommen? Waren das Freundschaften? War das Familie? Was war so, was man so Kraftquelle nennen könnte? Und hat sich das verändert, nachdem Sie dann sich auf die Suche gemacht haben? Ich glaube, das ist das alles. Also es ist Familie, Kinder, Freunde, Ziele, die man sich setzt. Und die Frage so, warum setzt man sich so viele Ziele? Warum machen das heute auch so viele Menschen, dass sie unbedingt einen Marathon laufen wollen oder das und das und das? Weil man sich damit halt auch irgendwie so vorspielen kann, dass man auf einem Weg ist, dass man was erreicht, dass man weiterkommt im Leben. Und das ging mir auch so. Es sind natürlich auch berufliche Erfolge und Feedback, was man so bekommt. Und dadurch bekommt man so ein Gefühl, ich kann ja alles, ne? Ist ja alles gut, ne? Ich bin ja für alles gewappnet. Ich kriege dauernd eine gute Rückmeldung. Ich kann die verschiedenen Situationen in meinem Leben meistern. Und so ging es mir auch, bis ich schließlich in eine Situation kam, die mir sagte, nee, ich kann nicht alles. Und ich kann nicht alles meistern und alle diese Sicherheiten, die ich in meinem Leben so habe und alles das, was ich denke, gelernt zu haben, was mich ausmacht, das kann auch ganz, ganz schnell weggeblasen sein. Also es war nicht unbedingt das, was Sie vorhin schon mal so angedeutet haben, dass viele Leute sich eben in diese, wie Sie es von Berlin beschrieben haben, in Yogakurse oder sonst was stürzen und meinen, ewig jung zu bleiben, dann aber merken, dass es nicht ist. Das war nicht so unbedingt Ihre Erfahrung, sondern da hat es ein Erlebnis gegeben, was Sie zum Nachdenken gebracht hat? Oder ich glaube, es war beides. Ich glaube, das eine hatte ich unterschwellig immer auch so gespürt, aber dann kam es durch den Tod meines Freundes zu einer großen Krise in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, hier fehlt mir etwas, hier komme ich nicht weiter mit dem, was ich mir so vormache und das, was ich mir so bereitlege. Also wir müssen ja nicht unbedingt ins Detail gehen, aber der ist jedenfalls überraschend gestorben und das hat für Sie die Fragen, ja, nach was ausgelöst? Ich kann gar nicht sagen, dass das in mir eine Frage ausgelöst hat. Ich kann nur sagen, dass das mich vollkommen aus den Schuhen gehauen hat. Dass das etwas war, da hatte ich keine Antwort drauf. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hatte schon vorher auch erlebt, dass Menschen in meinem Umkreis gestorben sind. Großeltern, Tanten, Freunde der Eltern. Aber das waren stets halt Fälle, wo Menschen schon lange irgendwie gedarbt haben, alt waren, immer ein bisschen weniger wurden, bis dann irgendwann der Tod wie so eine Art auch Erlösung war. Und irgendwie war es dann gut. Und das war aber etwas, jetzt ein Trauerfall, da war nichts gut. Da war überhaupt nichts gut. Das war schrecklich. Und da habe ich gespürt, dass ich halt eine andere Art von Trost brauche, die ich halt nicht irgendwie jetzt im irdischen Leben finde. Also es war eher eine Sehnsucht danach, diesen Trost zu haben. Aber den hatte ich nicht. Ne? Also den hatte ich nicht in der Weise, dass ich darauf vertrauen konnte, ja, da ist ein Jenseits und das ist alles irgendwie gut. Und das war der Moment, wo ich mich auf die Suche danach gemacht habe. Kann ich mich dem eigentlich annähern? Kann ich das finden, diesen Glauben? Es hätte ja genauso sein können, dass so eine Situation dazu führt und sie bestätigt in dem, dass es sowieso gar keinen Gott gibt, wenn er so ein Elend zulässt. Das ist ja oft so diese Argumentationskette. Das war aber bei Ihnen nicht so. Sie waren verzweifelt, ja. Es hat Ihnen ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber das hat dann eher den Kanal hin auf die Fragen und nach der Suche, haben Sie jetzt gerade gesagt, nach der Sehnsucht, nach einer Antwort ausgelöst. Ist das so richtig?
Ja, also ich höre das, was Sie gerade angesprochen haben, wenn ich jetzt Lesungen habe, höre ich das auch oft, dass mir Menschen von ihren Trauererfahrungen erzählen und sagen, jetzt kann ich nicht glauben, dass es irgendwie einen guten Gott gibt, wenn der so etwas zulässt. Und das stimmt natürlich. Das ist, es gibt keinen Sinn in so etwas Schrecklichem, den man erkennen kann und in dem man sich entrösten kann und sagen ja, kann, ja, das ist ja letztlich alles doch gut. So ein Todesfall, der ist schlimm. Und der Sinn dessen wird sich einem nie erschließen. Aber das war etwas, was mir dann eigentlich eher die tröstende Vorstellung geworden ist, zu wissen, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles erkennen, ich muss nicht alles im Leben unter Kontrolle haben, ich muss nicht alles einordnen, sondern ich kann darauf auch vertrauen, dass es einen Sinn gibt, den ich nicht begreifen kann, der höher ist, der anders ist und der nicht zu meinem menschlichen Bewusstsein gehört. Und dass das aber trotzdem etwas ist, was letztlich gut ist. Jetzt haben Sie ein Wort ausgesprochen, das Wort Vertrauen, was ja, wie Sie es auch gerade gesagt haben, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man überhaupt dann so denken kann. Ja, also auch, das heißt ja, Sie mussten an irgendetwas anschließen können schon. So ein Vertrauen fällt ja jetzt nicht vom Himmel, oder haben Sie es so empfunden? Oder konnten Sie anschließen an irgendwelche Erfahrungen, auf die Sie dann aufbauen konnten, um das zu entwickeln und dann auch zu sagen, ja, das war vermutlich für irgendetwas gut, was ich aber nicht weiß und darauf vertraue ich. Meine persönlichen Erfahrungen, meinen Sie? Ja. Ich komme aus einer relativ christlich geprägten Familie. Also mein Urgroßvater war Missionar in Tansania, meine Großmutter war in der Bekennenden Kirche zur Nazizeit. Also es gab halt schon eine protestantische Tradition in meiner Familie und auch die Erzählungen und so einen gewissen Kern. Und das gibt es vermutlich auch in vielen Familien. Aber das wurde jetzt von mir überhaupt nicht gelebt. Und das war auch nichts, auf das ich mich so bewusst bezogen habe. Ich glaube aber schon, dass das so einen Kern oder so einen Samen in ein Leben legt. Wenn man als Kind zum Beispiel schon mal die Vorstellung von einem gütigen Gott hatte, wenn man als Kind so ein Staunen empfunden hat. Also das macht es, glaube ich, viel einfacher, daran wieder anzuschließen, auch wenn man das jetzt im Erwachsenenleben ganz anders angehen muss. In welche Richtung sind denn dann genau diese, ja, Sie haben eben gesagt, das hat nicht direkt zu Fragen geführt, Sie haben gesagt, also es war so eine Sehnsucht nach, nach Antworten da. In welche Richtung ist das denn dann genau gegangen? Wie hat sich das manifestiert? Welche Fragen sind dann am Ende dann doch aufgetaucht, auf die Sie dann vielleicht auch Antworten gefunden haben? Und wie kam das dann innerlich zustande? Also, dass Sie vorher gesagt haben, okay, das sind ein paar Dinge gewesen, die ich in meiner Erziehung mitbekommen habe, aber de facto hat das eigentlich keine große Auswirkung gehabt. Aber da plötzlich konnten Sie da anschließen. Also nochmal zu dem, was Sie angesprochen haben. Es hat nicht zu Fragen geführt. Es ist ja einfach ganz elementar. Ein Mensch stirbt und der reißt ein Riesenloch in das Leben der Menschen, die ihn umgeben haben. Er reißt ein Riesenloch in die Seele und in dieses Loch bin ich gefallen. Das ist nichts etwas, wo man sich die Frage stellt, warum tut mir das jetzt so weh? Weil es tut einfach verdammt, verdammt weh. Und jeder Mensch, der so etwas erlebt hat, der weiß, um was ich spreche. Man steht morgens irgendwie auf und muss sich erst überlegen, warum man das alles tut, was eigentlich der Sinn dieses Lebens ist. Also es war eine unsägliche Trauererfahrung und die hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt. Das war etwas, was mich wirklich umgeworfen hat. Und dieses Bedürfnis nach Trost war auch ein ebenso elementares, einfach zu wissen, es geht. Wenn man irgendwie Zeilen von Dietrich Bonhoeffer dann liest, ne, und weiß, der hat noch viel, viel Schlimmeres erfahren, aber hatte irgendwie einen Trost und hatte irgendwie, konnte darin etwas Gutes, was Tröstendes finden, dann kommt einem das so übermenschlich vor. Das war etwas, weil ich dachte, ach, das,
jetzt weiß ich, wozu das gut ist. Und das möchte ich wissen. Das waren die Fragen, die sich dann gestellt haben. Und natürlich kann man nicht anfangen zu glauben in der Hinsicht so, jetzt nehmen wir die Bibel, lesen uns das einmal durch und sagen, das ist es jetzt, sondern gerade in unserer Zeit ist Glauben von vielen, vielen Zweifeln begleitet. Wir wissen ja viel mehr, wir glauben viel mehr zu wissen über das Leben. Es gibt ja immer weniger Nischen, wo wir halt einfach nur in das Jenseits blicken können, wie man das vor ein paar hundert Jahren machen konnte, sondern heute haben wir scheinbar einen ganzen Wissenskosmos. Und natürlich bringt das dann Fragen auf, ist es da nicht naiv zu glauben? Ist das nicht naiv zu vertrauen? Ist das nicht etwas für Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben? Und da meine Erfahrung ist, es ist überhaupt nicht naiv, sondern es ist eigentlich, hat es was mit Demut zu tun. Mit der Demut, dass wir, auch wenn wir glauben, dass wir ganz viel beherrschen und ganz viel in unserem Leben im Griff haben, wissen, dass das aber auch eine relativ kleine, überschaubare Sache ist. Was Wunderbares, wenn man die Kontrolle, die wir im Leben haben, auch was ganz, ganz Empfindliches, was wir jederzeit auch verlieren können. Und das ist, wo ich gespürt habe, dass es wichtig ist, eine andere Art von Vertrauen im Leben zu haben. Und das glaube ich, dass diese Sehnsucht danach, dass das viele Menschen in meiner Generation haben. Weil ihr Leben, was sie jetzt so leben, ihr Alltagsleben, das sagt ihnen nur, du bist gut, solange du Leistung erbringst. Du bist gut, solange du im Job erfolgreich bist, als Partner erfolgreich bist, als Elternteil alles richtig machst, die richtigen Antworten findest, die richtigen Dinge machst. Das sind die Dinge, die dir Wert verschaffen. Aber das ist wahnsinnig flüchtig. Ne? Und die Frage, aber wenn ich zu all dem nicht mehr gut bin, zu was bin ich denn dann gut? Das ist eine Antwort, die man, finde ich, jedenfalls nur im Glauben finde. Wie würden Sie die formulieren, diese Antwort? Gibt es diese Antwort? Also ich bezweifle, dass es eine Antwort gibt. Ich habe jedenfalls in der Recherche von meinem Buch niemanden getroffen, der diese Antwort hat, der sagen kann, ich glaube und für mich gibt es da keine Fragen mehr und keine Zweifel. Ich war für die Recherche für dieses Buch und nicht nur für die Recherche, sondern auch für mein eigenes Seelenheil im Kloster in Südtirol. Und die Brüder dort sind seit 50 Jahren Kapuziner und sagen immer noch, dass sie Momente des Zweifels haben, ne? Und dass es ein langsamer Prozess ist, Vertrauen im Glauben zu finden. Ich habe niemanden getroffen, der keine Zweifel am Glauben hat, der diese Antwort sicher hat. Aber ich habe auch niemanden getroffen, der nicht glaubt, der nichts hat, an das er glauben möchte, für den es diese Frage nicht gibt. Und das ist für mich das, worin dann Glauben letztlich besteht. Die Sehnsucht der Antwort zu haben, ohne sie sich jemals wirklich geben zu können. Also ich glaube, die Menschen, die keine Zweifel im Glauben mehr haben, die glauben, dass sie es wissen, wie es ist, das finde ich eine Sache, die eher gefährlich ist. Das sind nämlich die Leute, die glauben, anderen vorschreiben zu können, was gut und richtig ist und die das Glauben bewerten zu können, die sich also selbst eine Rolle geben, in der sie meinen, sich über andere stellen zu können. Und das finde ich etwas, das ist in jeder Hinsicht gefährlich, aber auch im Glauben. Der Schlüssel scheint ja für Sie zu sein, Sie haben eben ein Wort benutzt, was ja eigentlich nicht sehr modern ist, das Wort Demut. Das scheint für Sie der Schlüssel zu sein, damit umgehen zu können, auf der einen Seite diese Fragen zu haben, aber auf der anderen Seite auch sagen zu können, ich würde zwar gerne eine Antwort haben, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich die hier nicht finden kann, weil der Zweifel immer dazugehört. Wie hilft da die Demut?
Also Demut ist für mich tatsächlich ein wichtiges Wort, weil es für mich auch bedeutet, dass man sich selbst irgendwo einordnet. Und dass man sich selbst bei alledem, was man glaubt, erreicht zu haben, was man glaubt, Gutes getan zu haben, nicht für sich beansprucht, dass das einen irgendwie weise macht, dass das einen über andere hebt, dass das einen auf irgendeiner Leiter weiter nach oben bringt, sei es eine irdische Leiter oder eine Leiter in den Himmel, sondern dass man das, was wirklich richtig ist, was eine wirkliche Wahrheit ist, eben nicht begreifen kann und das auch nicht für sich veranschlagen soll. Also mich hat alles, was ich erlebt habe, sehr demütig gemacht. Denn diese Erfahrung, dass der ganze Stolz, den man hat, ne, und wir sind ja auf unglaublich viele Sachen stolz, ne, also ein Gespräch zwischen zwei Männern, das gibt unglaublich viele Dinge, auf die sie stolz sind, ne, ihren Besitz, ihr Wissen, ihre Körper. Mein Haus, mein Boot, meine Frau. Ja, ihr Netzwerk, ne. Das ist im Grunde nicht viel. Und das war die Erfahrung, die mich demütig gemacht hat. Und deswegen finde ich, ist Demut etwas sehr Wichtiges. Es ist auch die Demut anderen Menschen gegenüber. Es gibt Menschen, die haben völlig andere Meinungen als ich, völlig andere Werte als ich, Werte, die ich eigentlich ablehne. Aber sich zu überlegen, auch wenn wir gar nichts gemeinsam haben, etwas sind wir doch gleichermaßen, im weiteren Sinne Kinder Gottes. Und ich kann dich irgendwie für das, was du sagst, verachten und ablehnen, wie ich will. Aber trotzdem sind wir das Gleiche. Ne? Bin ich deswegen nicht besser als du? Das ist eine Erfahrung, die für mich sehr wichtig ist und die ich mir auch im größeren Kreise wünschen würde. Um nochmal auf das andere Schlüsselerlebnis kurz zurückzukommen, was ja diese vielen Fragen und die Suche nach Antworten hervorgerufen hat. Wo haben Sie denn letztendlich dann Trost gefunden? Oder ist das das, was man immer sagt, die Zeit heilt alle Wunden? Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, war ja auch der Glauben das, was da einiges geheilt hat. Ja, ich glaube, das sind ganz konkrete Sachen, die man machen kann und für die man gar nicht überzeugter Christ sein kann. Für mich war es einfach der Gang in die Kirche, ganz normal in die Kirche um die Ecke. Und die Erfahrung, dort gemeinsam mit Menschen zu sein, die für diese eine Stunde, wie der Gottesdienst halt dauert, gut zueinander sein möchten, die etwas zusammen feiern möchten, die von ihnen empfundene Nähe zu Gott, die gemeinsam singen, die gemeinsam beten. Singen. Singen ist toll. Also wer singen kann, der hat schon viel für sich getan. Ne? Und diese Erfahrung aus einem Buch, der Text zu lesen und die zu singen, das tut unheimlich gut. Also gerade wenn man in einer Krise ist, war es eine tolle Erfahrung. Und auch in dieser Kirche einfach so eine Art Asyl zu haben, von den ganzen, ganzen Anforderungen, die dieses Leben gibt. Und zu beten. Meine Erfahrung ist gar nicht, dass man beten kann, wenn man im weitesten Sinne wirklich gläubig ist, sondern man kann einfach damit anfangen. Denn dann beginnt man auch über sich nachzudenken, was ist es eigentlich, was mich traurig macht? Was ist es denn, was helfen würde? Was wäre denn eine Verbesserung? Was bitte ich eigentlich? Ne? In welche Richtung müsste denn gehen? Und das ist schon der halbe Aufbruch. Weiß der Himmel, wozu das alles gut war. Ich habe es bewusst natürlich jetzt nochmal so formuliert, weil Sie vieles dieser Dinge ja auch reflektieren in Ihrem Buch, was jetzt gerade auf eine sehr ernsthafte und, wie ich fand, sehr tiefführende Reflexion geführt hat. Ganz herzlichen Dank. Wir müssen das leider jetzt hier schon beenden, dass wir das so anfanghaft tun konnten und dass Sie vieles von diesen persönlichen Erfahrungen auch mit uns geteilt haben. Danke, Herr Prüfer. Vielen Dank Ihnen.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.